Hallihallo, meine Lieben. Da bin ich heute nochmal mit der Spiegellegung, mit dem Spiegelblick auf dich und dein Gegenüber, wo wir jetzt drauf schauen, was denn hier in der nächsten Zeit bei euch kommen wird oder relevant ist. Bedenke immer, es ist eine Kollektivlegung, kann nicht immer alles hundertprozentig auf deine Situation zutreffen. Ne? Also du hast aber die Möglichkeit, so einen persönlichen Spiegelblick bei mir zu buchen, auf deine Situation mit deinem Gegenüber. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt an. Ich werde jetzt erstmal hier die Karten auslegen. Das wird ein bisschen dauern. Und du hast aber die Möglichkeit, vorzuspulen oder dir das Ganze anzuschauen, ne? Wie ich das hier mache. So, ja. Die linke Seite, das ist dein Gegenüber, auf den du schaust. Rechts bist du. Die Rollen können aber auch vertauscht sein. Kann auch sein, dass du dich hier auf dieser Seite wiederfindest und dein Gegenüber auf der anderen Seite ist. Ne, also hier ist sowieso immer alles frei raus. Also schau bitte. Ne, und ihr lieben Männer, wie gesagt, das kann auch eure Dame sein. Dann bitte schaut auch ihr, auf welcher Seite ihr euch dann wiederfindet. So, wir fragen jetzt, wir machen jetzt erstmal den Kopf des Glückskäfers und da fragen wir jetzt erstmal, was ist das Thema bei euch beiden, das Hauptthema? Was ist das Hauptthema bei euch beiden? Ich lege also immer erstmal gern die Karten aus, ne, bevor es hier weitergeht. So, was ist sein Thema bezüglich dir? Blub. Was ist dein Thema bezüglich ihm? Upp, die kam aber rausgesprungen. Ich sehe schon, was hier los ist. Manche Karten haben sich nämlich schon gezeigt. Okay, der Kopf des Käfers ist fertig. Jetzt gehen wir in das Innenleben des Käfers und fragen, was sind denn seine Gefühle bezüglich dir? Was sind aktuell seine Gefühle bezüglich dir? So. Quatsch. Nochmal alle Karten weg. Ich habe falsch gefragt. Über was macht er sich in deine Richtung gerade Gedanken? Genau, erst die Gedankenebene. Was denkt dein Gegenüber gerade in deine Richtung? Entschuldigt. Oh, die Wärme, ich bin echt schon durch hier von der Wärme, gell? So, das sind die Gedanken deines Gegenübers. Jetzt möchte ich aber die Gefühle deines Gegenübers haben. Und jetzt möchte ich noch die Gedanken deines Gegenübers, was er in deine Richtung für nächste Schritte vorhat. Also, was hat dein Gegenüber für nächste Schritte in deine Richtung vor? Ach, okay. Jetzt bei dir, welche Gedanken hast du in die Richtung deines Gegenübers? Boah, das sind sehr viele Gedanken, die du gerade so hast. Welche Gefühle hast du in die Richtung deines Gegenübers? Und was gedenkst du so in die Richtung deines Gegenübers demnächst zu machen? Es sind erstmal nur die Gedanken, die du vielleicht auch machen möchtest, ne? So, jetzt kommt der Flügelschlag nach außen und jetzt wollen wir sehen, was macht er im Außen wirklich auf dich zu? Was kommt von diesen Menschen von außen auf dich zu? Das ist schon mal gut, wenn sich das Glück zeigt. Zwei möchte ich bitte mal noch. Oh, okay. So. Das ist der Flügelschlag. Und jetzt auf deiner Seite noch, was machst du im Außen auf dein Gegenüber zu? Was machst du im Außen auf dein Gegenüber zu? Blub. So, wir haben den Käfer fertig. Bei dir sind noch die Masken. Ne? Also irgendwas verbirgst du noch. Vielleicht bist du noch über etwas enttäuscht. Vielleicht wägst du ab zwischen das und das. Ne? Also ich habe hier so die Maske. Ne? Du zeigst hier etwas nicht. So, und bei deinem Gegenüber ist die Sonne da. Ne? Also da ist das Glück, da ist der Erfolg da. Okay, ich würde sagen, ich trinke was und dann schaue ich mal weiter. So. Das Hauptthema deines Gegenübers, das Hauptthema von euch beiden. Gucken wir mal rein, was euer beiden Thema ist. Okay, hier sind die 8 der Schwerter.
hier ist jemand gebunden. Vielleicht seid ihr beide auch gebunden. Vielleicht fühlt ihr beide euch gerade in so einem Käfig gefangen. Ne? Man kann hier schon rauskommen aus diesem Käfig, aber man getraut es sich nicht. Also in irgendetwas sind einem die Hände gebunden. In irgendetwas fühlt man sich hier gefangen. Ja, und kommt nicht hervor. Ne? Und das macht euch traurig. Das macht euch ganz einfach traurig. Und dann haben wir den König der Schwerter. Ne? Also entweder ist er wirklich hier gefangen oder es geht darum, jetzt einfach mal hier, dass man trotzdem versucht, Klarheit zu bekommen, auf die Sache draufzuschauen. Ja, wie man gebunden ist, an wem man gebunden ist, an welche Energie man vielleicht auch noch gebunden ist und Klarheit zu schaffen, weil der König der Schwerter, der versucht hier Klarheit zu schaffen. Ne? Der versucht hier wirklich klar und deutlich zu sagen, was er auch denkt und fühlt. Ja, vielleicht hat man hier aber auch klar und deutlich gesagt, man ist hier vergeben, das kann natürlich auch sein. Ja, es ist aber auch so, dass man vielleicht auch wirklich hier, dass ihr beide versucht, hier Klarheit über die Sache zu bekommen, warum man sich hier so gefangen und gebunden in einer Sache fühlt. Na? Okay, schauen wir mal auf seine Seite, was diesbezüglich los ist. Und da haben wir erstmal die 10 der Münzen. Das ist ja die absolute Fülle, die dieser Mensch in deine Richtung hat. Ne? Die absolute Fülle. Ja, und ja, er ist stabil in deine Richtung. Ja, vielleicht ist es aber auch schon ein längerer Zeitraum, weil wir sehen ja hier die ganzen Baumzyklen des Baumes und das ist schon länger so. Na? So, dann haben wir den Ritter der Schwerter. Also, er möchte auch gerne hier in deine Richtung reden, mit einer gewissen Leichtigkeit, also wirklich mit einer Leichtigkeit, nicht mit einer Schwere. Ne, mit einer Leichtigkeit an Kommunikation in deine Richtung kommen. Und wir haben hier noch das, die Gerechtigkeit. Ne? Also es geht jetzt hier darum, Klarheit hier zu bekommen. Wie können wir das Ganze einfach in der Balance halten, damit das hier auch in der Fülle bleibt, damit das hier schön wird? Wie können wir irgendwie Gespräche miteinander führen, damit wir hier in eine Energie reinkommen, die auch lange halten tut? Na, also so ist es hier. Ja, Kommunikation, Leichtigkeit, Balance, Gleichgewicht, Klarheit. Na, das ist hier von deinem Gegenüber in deine Richtung. Was hast du denn so in seine Richtung? Der König der Schwerter. Hä? Was ist das? Hier sind zwei, das ist mir noch nie aufgefallen. Warum sind hier zwei Doppelkarten? King of Swords, King of Swords. Okay, hier ist irgendwo ein Fehler unterlaufen. Ne? Normalerweise ist das ja die Queen of Swords. Das ist ja die Königin der Schwerter. Aber das ist ja ein Ding, warum kommt jetzt hier ein doppelter König der Schwerter raus? Das ist ja mal krass. Okay, ja, aber da jetzt hier das weibliche Wesen drauf ist und hier auch König der Schwerter draufsteht wie hier, ich zeig's euch mal, das ist der Oberarmer. King of Swords, King of Swords. Seht ihr das? Das ist krass. Okay, naja, egal. Ne? Aber wir nehmen sie jetzt mal als die Königin der Schwerter. Und das ist mir aber nie vorher aufgefallen. Das ist ja sagenhaft. Ne? Ja, und die Königin der Schwerter, die fackelt nicht lange. Ne? Also das ist jemand, das kannst du sein. Also ihr seid vielleicht auch hier das perfekte Paar, wenn ihr hier beide König der Schwerter und Königin der Schwerter seid. Auf jeden Fall fackelt man hier nicht lange. Ne? Und es geht hier darum, hier ist halt eine gehängte Position. Ja? Man steht hier irgendwie so ein bisschen auf dem Kopf, man hat keine Klarheit über diese Situation und man versucht hier aber trotz alledem weiterzumachen. Also du bist hier in deiner Klarheit, du willst da auch weitermachen, du willst vielleicht auch drüber reden, warum ist das hier, ist hier gerade Stillstand in dieser ganzen Angelegenheit drinne? Man möchte hier weiter dran arbeiten, dran machen. Ne? Vielleicht willst du aber auch, dass dieser Stillstand hier auch bei euch rausgeht, aus dieser Verbindung. Schauen wir mal an seine Gedanken. Was hat er denn für Gedanken in deine Richtung? Er denkt hier über eine Kommunikation in deine Richtung nach. Wow. Und das in Liebe. Ne? Er will dir vielleicht auch sagen, dass er dich liebt. Das sind gerade seine Gedanken in deine Richtung. Dieser Mensch denkt hier über eine liebevolle Kommunikation nach.
oder dass er dir wirklich Gefühle gestehen möchte, ein liebevolles Angebot dir machen möchte. Ja. Und ja, man möchte dir ein liebevolles Angebot machen. Was hast du für Gedanken? Ja. Okay, wir nehmen die jetzt mal so, wie die wirklich gefallen sind. Dein Glück steht gerade hier so ein bisschen auf dem Kopf, ne? Du hast zwar schon Hoffnung, aber irgendwie denkst du, hier ist alle Hoffnung irgendwie verloren, hier muss sich etwas verändern, weil entweder, weil hier noch jemand da ist mit der Schlange oder weil man hier drüber nachdenkt, okay, wie kann man das, was jetzt hier so ein Stück weit kompliziert ist, in eine Wandlung reinbringen, ne? Also hier muss sich irgendwas verändern. Und du denkst ja auch über dich nach, ja? Du hast dich ja auch hier in den Gedanken drinne, ne? Dich und eine Schlange. Also entweder bist du hier wirklich gebunden, vielleicht auch er. Er möchte dir aber dennoch sagen, dass er in dich verliebt ist, dass er dich liebt und dass er hier ja einfach sich darüber Gedanken macht, über die Liebe zu euch, weil die halt da ist. Aber bei dir ist es auf den Kopf gestellt, weil du noch dir gerade Gedanken um dich selber machst und dass du halt hier noch jemand hast. Na, kann aber auch sein, dass du dir um eine Schwiegermutter Gedanken machst, ne? Weil die Schlange kann auch immer eine Schwester oder eine Schwiegermutter oder so Mutter bezeichnen. Das kann natürlich auch sein. Oder diese verflixte, komplizierte Situation, die gerade zwischen euch herrscht. Na, das kann ja auch möglich sein. Vielleicht machst du dir aber auch darüber Gedanken, ob er noch jemand anders hat. Ne? Auch das kann ja sein. Ja? Aber bei ihm, er denkt hier schon mal über was Schönes nach. Wir haben ja auch bei ihm hier die Fülle gesehen. Ne? Und hier in seiner Gedankenebene jetzt das Herz. Na gut, dann schauen wir mal nach, was hier in seiner Gefühlsebene für dich ist. Ja, in seiner Gefühlsebene hat er gerade mit karmischen Themen zu tun, mit Belastungen, ne, aber auch mit Herausforderungen. Er weiß, dass es hier eine Herausforderung gefühlsmäßig ist bei euch und hier ist aber auch eine große Sehnsucht. Und ich möchte mal wissen, entweder belastet ihn das aber auch, dass ihr, falls ihr jetzt wirklich weiter weg wohnen solltet, ne, dass ihr vielleicht auch so eine weite Distanz zueinander habt, das kann ja auch sein. Ich möchte jetzt aber dennoch wissen, was ist mit dem Kreuz? Was ist da so schwer an den Gefühlen? Da ist es. Ja, diese Unruhe. Ne? Also diese Unruhe belastet ihn hier. Er hat hier eine extreme Unruhe, weil er dich vermisst. Ich habe hier wirklich das Vermissen. Ich habe die Sehnsucht in seinen Gefühlen, ne? Zu dir. Okay, also du weißt jetzt, dieser Mensch vermisst dich. Dieser Mensch würde dir gern sagen, dass er dich liebt. Ne? Was sind deine Gefühle? Du hast hier nämlich auch einen Mangel. Ne? Es nagt hier bei dir auch in den Gefühlen. Du hast einen Mangel und du willst hier eine Entscheidung treffen diesbezüglich. Und ich möchte jetzt mal bei dir wissen, was hast du denn für einen Mangel, für einen Verlust in den Gefühlen? Ja, du würdest ihnen gern begegnen. Und du würdest dir auch gerne Wachstum wünschen, eine Beständigkeit mit ihm, ne? Aber das ist aus irgendwelchen Gründen gerade nicht gegeben, ja? Weil wahrscheinlich du hier in einer Verbindung bist oder auch er, ne? Weil irgendjemand ist hier gebunden von euch, ne? Das könnt ihr beide sein, das kann einer sein oder man ist dennoch in irgendeiner Energie gebunden, die sich schwierig anfühlt, ja? Und es nagt ja auch gerade an Entscheidungen gefühlsmäßig zu treffen. Ja, du hast den Verlust drin, du denkst, dass du ihn vielleicht auch verloren hast, dass es hier alles keinen Sinn mehr hat. Du willst dich hier noch für einen Weg entscheiden, was deine Gefühle betrifft. Und wie gesagt, du würdest ihm gerne begegnen und Wachstum haben, aber das ist gerade nicht so richtig gegeben. Na? So, was denkt er denn so in deine Richtung zu machen? Ja, er weiß es nicht. Auch hier wieder in diesem Orakel, wie in jedem Spiegelblick, den wir bis jetzt schon hatten, weiß man hier nicht weiter. Beim letzten Mal war es noch, war es einfach noch das Labyrinth, wo man nicht weiter wusste. Und diesmal möchte man hier eine Ausrichtung machen, sich neu ausrichten auf diese Blockaden. Ne? Also erstmal richtet er sich auf die Blockaden aus, aber zweitens weiß er nicht, noch immer noch nicht, was er hier machen kann.
Ja, und wir fragen jetzt nochmal auf dem Berg. Was steht da für ein Hindernis im Weg? Der Fuchs. Ne? Das ist jemand Falsches, eine falsche Person kann das sein. Das kann aber auch jemand sein, ja, wo man sagt, man ist hier misstrauisch, was man machen soll. Und deswegen blockiert man das Ganze. Deswegen, hier ist halt eine Blockade mit dabei. Na, hier ist eine Blockade mit dabei, mit dem Fuchs muss man auch schlau handeln in dieser Angelegenheit, in dieser Sache, weil der Fuchs, der ist nun mal was Schlaues, der sich auch mal schnell davon stehlen kann. Ich sehe den Fuchs manchmal so als die 7 der Schwerterkarte auch mit, aber das ist ja auf den Berg gelegt, ne? Dann man weiß hier halt nicht, man muss hier wirklich schlau handeln, damit das nicht hier blockiert, ne? Diese ganze Angelegenheit. Okay, was haben wir jetzt noch hier bei dir? Was gedenkst du so in seine Richtung zu machen? Ja, auch du hast Angst, ne? Du hast Angst, du hast Zweifel, du hast innere Zweifel, weil du auch nicht weißt, was du hier machen sollst. Und was ist das hier bei dir? Vielleicht hast du auch Angst, wenn du jemanden hast, hier was zu machen, ne? Das kann ja dumm ausgehen irgendwie. Und deine Ängste und Zweifel, ja, die sind ganz einfach hier so, dass du Angst hast, dass er sich komplett von der ganzen Sache irgendwie abtrennen könnte. Ne? Dass er dich nicht mehr sehen wollen würde oder dass er hier ganz einfach einen Cut macht. Ne? Und das ist deine Angst. Ne? Ja, naja, kann man verstehen, gell? So, jetzt schauen wir auf den Flügelschlag nach außen. Der ist immer der wichtigste. Und da guck mal, was möchte er denn in deine Richtung außen machen? Guck mal. Da ist doch schon mal Hoffnung. Er hat hier schon noch Hoffnung in deine Richtung. Ne? Er hat Hoffnung auch im Inneren. Das zeigt er dir nicht, das verbirgt er. Vielleicht will er dir auch etwas mitteilen und sagen. Ja, er will Wachstum, er will Beständigkeit mit dir haben. Ja, er will hier, er hofft hier schon noch innerlich oder äußerlich auch, dass hier ein Wachstum kommt. Ne? Und er hofft, dass hier ein Wachstum reinkommt. Hier ist eine riesen Anziehungskraft bei euch. Er hat hier schon das Gefühl, ne, dass das hier Beständiges zwischen euch werden kann. Und mit dem Buch und dem Baum hier drinnen sowieso. Ne, er würde dir vielleicht auch gern sagen, dass er gerne hier das mit dir möchte. Ja, kann auch sein, dass hier was im Sexuellen ins Wachstum kommt zwischen euch. Ne? Aber da ist echt eine riesen Anziehungskraft zwischen euch. Und er hofft einfach nur. Ne, also hier hoffen und bangen, dass da wirklich mal Wachstum kommt bei euch. So, dann schauen wir mal hier, was du gerne auf ihn zumachen wollen würdest. Also das sieht ja schon mal super hier aus. Und jetzt bei dir, auch du würdest ihm ja gerne etwas sagen und das spiegelt sich. Ne? Auch du würdest hier gerne mal aufmachen, ihm etwas anvertrauen, ihm sagen, ja, dass du vielleicht auch gerne mit ihm etwas Festes hast oder dass du dich mit ihm verbunden fühlst, ne? Dass du irgendwie hier etwas fühlst, was so beidseitig irgendwie ist, du willst das auch, du willst ja vielleicht auch was Festes mit ihm haben und ja, auch du hast hier eine riesen Anziehungskraft zu ihm, ne? Du würdest dich auch gern mal so mit ihm treffen, dass da Wachstum reinkommt und du würdest auch gerne Gespräche mit ihm führen. Ich hoffe jetzt mal keine sexuellen Gespräche, ne? Aber vielleicht wird es, ihr würdet, ich habe hier wirklich drinne und so nenne ich das Orakel, ich speichere mir das mal kurz, Moment. So, also ich habe das jetzt mal gespeichert, ne? Also wie gesagt, ihr würdet euch gerne beide sagen wollen, wie was ihr füreinander empfindet. Ne? Ich weiß ja nicht, ob ihr euch erst neu kennengelernt habt oder ob du diesen Menschen noch nicht so lange kennst, aber dieser Mensch, der würde dir gerne sagen, dass er wirklich, was er hier für eine extreme Anziehung zu dir hat, ne? Und wie schön das ist zu dir und du natürlich auch zu diesen Menschen, ne? Also ihr würdet gerne hier beide das zueinander sagen, aber hier kann noch eine Drittpartei mit dabei sein, ne? Entweder bei dir oder bei ihm oder bei euch beiden sogar, ne? Ja, schauen wir mal, wie das hier jetzt weitergehen wird mit euch. Na? Also, wie wird es jetzt hier weitergehen zwischen dir und diesen Menschen? Wird es da eine Offenbarung geben? Werdet ihr das auch machen? Weil ich habe ja hier schon so eine Offenbarung. Na? Aber schauen wir mal, wie wird es dann zwischen euch beiden danach weitergehen?
Uiuiui, jetzt weiß ich nicht mehr, welche zuerst gefallen ist, deswegen mischen wir die jetzt nochmal, die drei. Okay, hier ist schon wieder das Buch. Man wird hier aufmachen. Guck mal. Man wird hier sagen, dass man was Festes möchte oder dass man etwas möchte, was stabil ist, ne? Und hier kommt auch das Glück und die Hoffnung in diese Angelegenheit rein. Was ist hier direkt mit dem Haus? Das Haus steht ja für ein festes Fundament. Ja, guck mal. Man möchte hier eine stabile Liebe haben, ne? Und das ist das, was ihr beide euch auch wünschen tut. Und vielleicht wird man hier wirklich sagen, dass man hier schon fühlt, dass das was mit euch werden könnte. Ne? Wir haben das Glück hier dabei. Und hier die Sterne für die Wunscherfüllung. Ja? Für die Entscheidung, dass man wirklich seinem Wunsch hier nachgehen möchte. Wow. Also das ist doch mal eine tolle Legung wieder. Ne? So. Ja. Jetzt möchte ich mal gucken, was sagt dir denn dieser Mensch? Ja, die göttliche Fügung, ne? Ja. Du wirst wissen, wann der richtige Zeitpunkt gekommen ist. Vertraue darauf, dass sich alles zum Guten wenden wird. Die Liebe. Und jetzt, meine Waschmaschine geht gerade zur Höchstform nach oben, so wie man das hört. Ja, wenn Liebe die Antwort ist, wozu noch Fragen stellen? Und die Vergebung. Vergib und vergiss, das Leben ist zu wertvoll, um es sich zu vergeben, um es sich zu verderben, ne? So, jetzt möchte ich aber mal noch wissen mit meinem Liebesorakel. Ach nee, ich möchte erst mal noch wissen, was du ihm sagen willst. Was möchtest du ihm denn sagen? Du möchtest ihm sagen, dass du weißt, dass er dein Seelenpartner ist und dass du ihn immer wieder spürst. Und du möchtest ihm aber auch sagen, die Freundschaft, pflege die Bande der Freundschaft. Vielleicht ist es ja auch ein Freund für dich, ne? Das kann ja hier auch sein. Oder dass du halt erstmal nur eine Freundschaft möchtest, aber du weißt, dass du mit ihm verbunden bist. So, was möchte er dir noch mit dem Liebesorakel sagen? Huch, das kam ja schnell raus. Ja, dieser Mensch möchte dir einfach mal sagen, durch dich weiß ich, was Liebe ist. Und die Liebe zu dir ist sehr stark. Ne? Das hat er ja hier schon drinne. Und was möchtest du ihm sagen? Du möchtest ihm sagen, alles wird gut werden und ich will mit dir Leidenschaft. Ja, ich würde dich so, so sehr küssen wollen. So am liebsten jetzt in den Arm nehmen, einfach mal knutschen wollen. Dir einen Knutsch einfach mal geben wollen. Ach, wie romantisch, ne? Okay, mein Lieben, ich wünsche euch ein ganz, ganz wundervolles Wochenende. Verabschiede euch jetzt hier ins Wochenende rein und wünsche euch eine ganz, ganz wundervolle Zeit. Und wir hören uns dann spätestens wieder mit dem Wochenorakel für die kommende Woche. Also euch ein ganz wunderschönes Wochenende. Ciao.